Tatort Wald. Hier im Reinhardswald soll eine Riesensauerei passieren. Das ist schon ein Trauerspiel, wenn man sieht, wie hier wieder ein Großteil der Natur doch geopfert wird für Industrieanlagen im Wald. Schaut man sich die Gesamtsituation im Reinhardswald an, spricht deutlich mehr gegen die Windräder als für sie. Jetzt ist es passiert. Das Regierungspräsidium Kassel hat die Genehmigung im Februar 2022 erteilt. Und nun wird es wahrscheinlich schon sehr bald mit den Baumaßnahmen losgehen. Aber weil es dem Wald schon so schlecht geht, halten wir es für falsch, hier mit den Windkraftanlagen weitere Risiken zu erzeugen. Es gibt Gutachten, die ganz klar sagen, man sollte hier keine Windräder bauen. Erstens, es handelt sich um eine Schwachwindregion. Zweitens, ein intaktes Ökosystem wird zerstört und das Grundwasser gefährdet. Drittens, es gibt zehntausende Beschwerden gegen dieses Projekt. Viertens, Krims Märchenwald und die Sabberburg bilden eine beliebte Urlaubsregion. Und das ist eigentlich fatale, dass die Politik sich hier widerrechtlich über Gutachten hinwegsetzt. Aber leider werden diese Bäume, die wirklich schon viele Kriege, viele Naturkatastrophen mitgemacht haben, eins nicht überleben, und das ist die grüne, ideologisierte Politik. Wer also mit gesundem Menschenverstand und ideologiefrei die Situation bewertet, kommt zu dem Schluss, keine Windräder im Reinhardswald. Und das ist eben nicht nur einfach ein Wald, sondern der Wald hat eine Historie. Früher war Priska Hinz Kindergärtnerin. Wie erklärt sie den Kindern heute, dass der Märchenwald der Gebrüder Grimm tot ist? Thank you.